Heute wollen wir euch mal mit in den Wald nehmen und zwar zum Thema Erzählen. Nein, nein, keine Märchen, Fakten. Aber auch Fakten kann man erzählen und muss sie nicht erklären. Das setzt sich übrigens in der Wissenschaft immer mehr durch, dass viel mehr erzählt wird und nicht erklärt. Was ist der Unterschied? Erzählungen treffen das Herz und Erklärungen das Hirn. Aber alles, was hier reingeht, sitzt viel besser. Wenn da Emotionen eine Rolle spielen, wenn da Metaphern eine Rolle spielen, wenn einen das ergreift. Und das versuchen wir hier zum Beispiel auch in der Ausbildung zur Waldführerin oder zum Waldführer, dass wir das vermitteln, dass wir Wissen vermitteln und zwar so, dass es sitzt, dass es berührt. Und wenn einen das berührt, dann setzt man sich auch ganz anders für unsere Wälder ein. Und wie man das machen kann, das werden wir euch mal an ein paar Beispielen zeigen. Auch Bäumen wird es im Sommer zu heiß. Wenn es uns zu heiß wird, was passiert dann? Wir fangen an zu schwitzen. Bäume auch. So eine ausgewachsene Buche wie die hier, die ist so 180, 200 Jahre alt. Die pumpt pro heißen Sommertag bis zu 500 Liter Wasser durch den Stamm nach oben die Blätter und verdunstet es da und das macht es kühl. Also genauso wie wir, wenn wir schwitzen, wird es auch kälter. Diese Verdunstungskälte, das haben Bäume im Quadrat. Also 500 Liter, bis zu 500 Liter am Tag, das macht es super kühl. Dadurch kühlt sich der Wald insgesamt, das macht ja nicht nur die Buche, alle anderen auch, locker um 10 Grad runter. Im Vergleich zu einer Stadt sogar um 15 Grad sinkt die Temperatur und das ist dasselbe wie Schwitzen. Also Bäume schwitzen so wie wir, nur viel, viel mehr. Bäume haben eine unterschiedlich raue Haut. Die Rinde ist ja dasselbe wie die Haut. Bei der Buche zum Beispiel, die hat eine sehr glatte Rinde. Typisches Kennzeichen, zumindest bis zum Alter 200. Eine sehr glatte Rinde, warum? Weil sie sehr schnell Schuppen verliert. Also wir verlieren jeden Tag Schuppen massig. Zehntausende. Bäume verlieren auch Schuppen, ne? Wenn man hier drüber geht, das bröselt richtig. Aber viel langsamer als wir. Bäume sind halt auch langsam. Aber die Buche ist eine Schnellschupperin. Also wenn sie ein Mensch wäre, würde man sagen, die braucht man Anti-Schuppen-Shampoo. Aber als Baum, das ist ja wurscht, die schuppt sehr schnell und deswegen hat sie immer die neueste Haut um sich herum. Während Bäume, die eine sehr raue Rinde haben, sich langsam schuppen, die haben sehr viel alte Haut von vielen, vielen Jahren davor. Und die passt im Durchmesser nicht mehr. So ein Baum wird ja immer dicker, jedes Jahr. Und wenn die alte Haut nicht mehr passt, dann wird die halt rissig. Und deswegen Bäume, die sehr langsam Schuppen verlieren, wie zum Beispiel Kiefer, aber auch die Eiche, die Lärche, die Douglasie, eine Reihe von Baumarten, die sehr, sehr langsam Schuppen verlieren, die haben eine sehr rissige Haut, weil die neue alte Haut darunter liegt, die sieht man dann gar nicht. Und die Buche verliert irre viel Schuppen und irre schnell und hat deswegen immer die neueste passende Haut sichtbar oben drauf. Und die sieht schön glatt aus, wie ein Babypopo. Ja, nicht ganz, aber fast. So ein Baum ist eigentlich gar kein Baum, sondern ein Planet. Und dieser Planet ist besiedelt. Überall. Nicht nur mit Moos, sondern mit Bakterien, mit Algen, mit Pilzen und so weiter. Und das geht bis in den Boden rein. Und da leben ganz, ganz viele, ganz, ganz wichtige Mitarbeitende. So eine Handvoll wie hier. Alleine ungefähr 40.000 verschiedene Bakterienarten. Also nicht 40.000 Bakterien, sondern 40.000 verschiedene Bakterienarten. Also Bakterien sind das knapp 50 Milliarden. Zuzüglich Pilze und so weiter. Und die alle arbeiten miteinander und helfen auch ihrem Baum. Also zum Beispiel können die Bakterien und auch die Pilze ihren Stoffwechsel ändern und Bäumen über Trockenzeiten hinweg helfen. Die merken ja, wie es ihrem Baum geht, weil der Baum versorgt die wuselnden Mitarbeitenden hier mit Nahrung, mit Zucker, den der Baum in den Boden pumpt, damit die alle was zu fressen haben. Und es gibt sogar Baumpilzgespanne, wo der Pilz merkt, ah, meinem Baum geht's nicht gut, dem fehlt zum Beispiel Stickstoff, dann killen wir doch mal unzählige Bodeninsekten, indem wir Giftstoffe produzieren, das machen diese Pilze auch. Töten also Bodeninsekten und wenn die dann verwesen, wird Stickstoff frei und den leiten die Pilze dann ihrem Baum zu, damit es ihm besser geht. Also manche Bäume ernähren sich indirekt sogar von Insekten. Irre. Also das ganze System funktioniert miteinander, ist zu großen Teilen nicht erforscht, aber das Einzige, was wir wissen, ist, es ist alles ein großes Miteinander. Und was Bäume übrigens auch machen und zusammen mit ihren Bakterien und Pilzen, die machen im Gegensatz zu uns Menschen ihr System immer besser. Also die in Benutzung machen die alles immer besser. Und was machen wir? Wir machen in Benutzung alles immer schlechter. Also, wir sollten mehr von Bäumen lernen.